Fahrtschulprüfung wollen wir einen sauberen Achsenwechsel sehen. Um das zu erreichen, probieren wir, eine schön geführte Aussenscheibelastung zu haben. Nachher, anschliessend, in der neuen Achse, probieren wir den ersten Kurzschwung dosiert fein anzusetzen. Beim gerutschten Parallelschwung ist es wichtig, dass wir die Steuerphase 1 als Geduldphase sehen. Und somit probieren wir in der Auslösung mit einem Strecken über das Berg B und nachher mit einem dosierten Drehen aus den Füßen die Ski in Richtung Falllinie zu drehen. Beim geschnittenen Parallelschwung ist die Schwierigkeit, dass wir den Schwung schön ausfahren. Ich möchte euch den Tipp mit auf den Weg geben, dass ihr probierend in der Steuerphase 2 leicht bergwärts fahrend und somit das Tempo kontrollieren könnt. Weitere Inputs könnt ihr euch im Best Practice holen. Und wie gesagt, mein Name ist Bruno und für heute einmal nicht der Kameramann. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spass beim Trainieren und einen erfolgreichen Kurs. Im nächsten Video könnt ihr euch Informationen holen bezüglich Off-Piste-Fahren und Flugdrehen. Ciao zusammen!